Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen politischen Stellungnahme aus aktuellem Anlass. Wir wissen ja jetzt, was an neuen Regeln verkündet worden ist, und ich werde ja dauernd gefragt bei solchen Anlässen, was macht ihr denn jetzt? Man weiß ja, wir sind recht kritisch und da nicht so wirklich auf Linie. Und dann meint man immer, dass diese Sachen ja uns jetzt besonders unter Druck setzen, und ich muss sagen, mich setzt das überhaupt nicht unter Druck. Für mich ändert sich nichts. Für uns hat sich etwas geändert, als 3G in Bus und Bahn eingeführt worden ist. Seitdem haben wir auf den Nahverkehr vollständig verzichtet. Und ich gehe nicht einfach so einkaufen. Schon lange nicht mehr. Ich gehe in keine Lokale und ich teste mich für nichts privat frei. Ich weiß, ich darf da ungetestet nicht rein, also gehe ich da nicht hin. Das ist irgendwie so eine grundsätzliche Einstellung vermutlich. Also jemand, der meint, er müsste am gesellschaftlichen Leben mit Dauertests teilnehmen, für den mag das natürlich schon nochmal ein Schritt stärker sein, aber ich glaube, das sind gar nicht die meisten. Die meisten testen sich aus Zwang, weil sie damit in die Arbeit kommen oder irgendwo. Ich spüre eigentlich keinen Unterschied. Ich bin ja nicht einmal in Lebensmittelläden noch oft unterwegs, weil wir uns ja beliefern lassen. Und ich füge mich in diese Rolle des Einsiedlers innerhalb einer Gesellschaft eigentlich ganz gut ein. Ich habe damit wenig Probleme. Für meine Kinder ist einiges schade. Und ich stelle auch so fest, die Leute halten sich auch nicht wirklich dran. Also ich halte mich ja noch mehr dran als viele andere. Da gibt es zum Beispiel eine Veranstaltung, wo die Kinder heute waren. Und ich hatte gesagt, um 17:30 Uhr möchte ich gerne, dass sie am Tor des Geländes auf mich warten, damit ich sie abholen kann, weil ich als Erwachsener da nicht mehr rein darf seit heute. Und natürlich kamen die Kinder nicht, und dann haben wir mal drinnen angerufen, und dann kam jemand und hat die Kinder rausgebracht und hat ganz erstaunt gefragt, warum ich sie da nicht abhole. Sag ich, da steht ein großes Schild. Darf ich nicht? Ach ja, abholen geht doch, ne? Ja, gut, also quer übers Gelände latschen, warten, bis die Kinder fertig sind, das geht offensichtlich auch trotz Schildes. Ich persönlich muss sagen, ich halte mich an diese Sachen recht akribisch, weil ich will auch gar keine zusätzlichen Flanken bieten. Und wie gesagt, deswegen merke ich nichts. Ich glaube aber, dass diese Regeln gut dazu geeignet sind, den in Anführungsstrichen Normalbürger nochmal so richtig zu reizen. Also zumindest alle jene, die Silvester gerne rumknallen und letztes Jahr schon zufrieden waren, sich jetzt für alle möglichen Sachen haben impfen lassen und trotzdem nicht Silvester knallen dürfen. Also man scheint auch die Leute irgendwie reizen zu wollen, oder man möchte irgendwie immer wieder aufs Neue testen, wie weit geht der Gehorsam. Und es stehen ja zurzeit wirklich viele Leute auf der Straße, es werden ja auch immer mehr. Aber ich glaube, das ist der Politik vollkommen egal. Egal wie viele Leute demonstrieren, die wissen ganz genau, wenn sie nicht reagieren, dann laufen sich die Wellen aus. Und in ein paar Wochen oder so etwas hat sich das, und sie können weitermachen wie bisher. Und ich glaube, die einfache Devise ist durchhalten, nicht auf Demonstrationen reagieren, dann passiert auch nichts. Und es ist ganz sicher, denke ich mal, wie das Parlament abstimmen wird über eine Impfpflicht. Das ist ganz klar. Ja, man muss ja nur mal gucken, wie sie sich so äußern und wie wenig es sind. Ich habe ja heute einen wirklich sehr tollen Vortrag von Oskar Lafontaine hier auf dem Kanal verlinkt und eingestellt. Das ist ja die absolute Ausnahme. Aber noch mal ganz kurz zu diesem Film, den ich da eingestellt habe. Was ich da so toll finde, ist ja auch, das ist ein Politiker der Linken, und zwar ein exponierter Politiker, und der erklärt im Prinzip der Kirche, den Bischöfen, dem Papst, eigentlich diesen ganzen, früher hätte man gesagt, Pfaffen auf, ne? Den erklärt er ein paar grundsätzliche christliche, ethische, ja, Grundbegriffe. Also nicht von der Kirche kommt die christliche Botschaft, sondern im Prinzip von den Gegnern der Kirche wird sie im Prinzip vertreten. Das ist schon bemerkenswert, also sehr bemerkenswert. Und ja, ist auf jeden Fall hörenswert. Fast schon eine Predigt. Und auf jeden Fall etwas, was relativ singulär ist in diesen Abgeordnetenkreisen. Und deswegen weiß man auch, wie die Abgeordneten
abstimmen werden. Das ist ja kein Geheimnis. Das ist natürlich erst dann die nächste Frage bei der nächsten Eskalationsstufe, wie reagieren wir dann? Da wäre die Frage, was machen wir dann auch eher noch angebracht im Augenblick durch das, was jetzt beschlossen ist, dass mich juckt das überhaupt gar nicht. Gut, wenn es anderen anders geht, wenn ich was Grobes übersehen hätte, was mich doch jucken sollte, ab in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich alles Gute. Jetzt ist es ja bald schon Wochenende, Donnerstagabend. Dann ist der Freitag nicht weit und da wünsche ich schon mal ein schönes, verregnetes, glaube ich, aber trotzdem vielleicht erholsames Wochenende. Da kann man diese Sachen alle verdauen, die gewesen sind, die jetzt gerade sind und die kommen werden. Alles gut.